Hallo liebe Wolfsfreunde, nach unserem erfolgreichen Eintreten für das Burgdorfer Holzrudel richte ich mal heute einen Appell an die Medien. Spiegel TV hat ja einen 12-Minuten-Beitrag über Wölfe in Niedersachsen gebracht und hat dabei diverse Leute befragt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Zu meiner Überraschung tauchte der ehemalige Wolfsberater und Landesförster Hubert Wichmann auf, der im Rodewaldrevier im Wesentlichen die Schäden bearbeitet hat. Einer seiner letzten Schäden waren diese Hannoveraner. Und Herr Wichmann, das werfe ich Ihnen heute noch vor, Sie hätten vom Lavis die Pathologin holen müssen, die dann bestimmt, woran die Pferde eigentlich gestorben sind. Und anders als es in Spiegel TV gesagt worden ist, ist die individualisierte DNA von keinem einzigen Rodewald-Mitglied festgestellt worden. Mir liegt die Auswertung vor. Also ich bin gut vernetzt, wisst ihr ja. Es werden also Eindrücke verschafft, die einfach falsch sind. Mit keinem Wort ist zum Beispiel gesagt worden, dass von den 20 Übergriffen in 2018 alle nicht geschützt, fast alles Schafe. Über 2019 waren es 10 oder 12, auch nicht geschützt. In 2020 waren es dann nur noch 4 und in 2021 haben wir das halbe Jahr morgen um. Und bekannt, mir ist kein einziger Riss bekannt. Und kein einziger Riss bekannt, den man einem Mitglied des Rodewaldrudels nachweisen kann. Das hätte mal erwähnt werden müssen, um die Leute auch zu beruhigen und ihnen zu zeigen, wie innerhalb von 3 Jahren es die Menschen vor Ort geschafft haben, sich an den Wolf zu gewöhnen und die Wölfe an die Menschen. Das ist ganz wesentlich, weil viele immer noch glauben, ein Wolfsrudel sei eine Söldnertruppe oder eine Fußballmannschaft. Ja, manchmal sind es sogar 11. Aber Tatsache ist, wenn die neuen Welpen Ende April geboren werden, sind nur noch die beiden Eltern da und in der Regel höchstens einer, maximal zwei. Ich bin jetzt übrigens im Hottiland. 2 Welpen aus dem Vorjahr, die dann als Jährlinge dabei bleiben. Das ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal sind es auch nur noch die Eltern. Also haben wir doch was Positives. Und außerdem haben hier die Weidetierhalter im Wesentlichen wolfsabweisend gezäunt, das heißt 5- und 6-fach Stromnitze mit 8 bis 10.000 Volt drauf, fast alle mit Solarpanel, was einfach auch am sinnvollsten ist, auch aus Umweltgesichtspunkten. Das ist das eine. Das andere ist, die Medien haben irgendwie immer noch nicht begriffen, dass wir eine Rechtslage haben und dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und der Europäische Gerichtshof ist nicht für Europa zuständig, sondern es werden Fälle aus den einzelnen Mitgliedstaaten zu dem Europäischen Gerichtshof getragen, wo Richter eben sagen, das übersteigt meine Kompetenz, bitte entscheidet ihr. Und da wurde in 2019 ganz klar entschieden, wir müssen die Weidetiere bestmöglich schützen nach den besten Erkenntnissen der Technik und der Wissenschaft. Und wenn das nicht hilft, dann sollten wir uns Herdenschutzhunde zulegen. Das ist das eine Wolfsurteil. Ein Dreivierteljahr später kam das zweite Wolfsurteil, das dann eben klargestellt hat, wolfsfreie Zonen gibt es nicht. Interessanterweise war das eine Vorlage von einem Amtsgericht aus den Karpaten. Ja, sollte man kaum glauben, dass ein rumänischer Richter das als Vorlage bringt, wo sie doch ihr Leben lang eben Wölfe da hatten, anders als wir. Und so haben wir 2 ganz wichtige Entscheidungen, die natürlich auch in Deutschland gelten. Und dazu hat eben die Europäische Kommission gerade wieder ausgeführt, dass sie in diesem Lichte nicht nur die Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes prüfen, sondern vor allen Dingen auch natürlich die niedersächsische Wolfsverordnung. Die widerspricht dem nämlich eklatant. Das ist das andere. Die Weidetierhalter, die
im Burgdorfer Holz so einen Alarm gemacht haben. Das ist doch nur eine Minderheit. Überleg doch mal, wie viel Weidetiere wir in Deutschland haben und wie viele Übergriffe wir dann nur haben. Wir haben mehrere Millionen Weidetiere, alleine 1,5 Millionen Schafe. 2,8 Millionen Rinder, glaube ich. Aber nagelt mich da jetzt nicht fest. Ich habe mal irgendwie mir die Zahl mit 12, 13 Millionen Huftieren, also sprich Schaf, Ziege, Rind, Schwein gemerkt im Groben. Schweine sind aber selten draußen. Und von daher sind doch die in Niedersachsen 1000, lassen wir uns 1000 sagen, toten Weidetiere sehr bedauerlich. Aber es hätte verhindert werden können, denn das ist auch amtlich festgestellt. Geht auf die Seite dbb-wolf.de, scrollt euch durch bis zur Schaden- und Präventionsbericht aus 2019 zum Beispiel. Geht da auf die PDF-Seite 6, zweiter Absatz. Da findet ihr gerade für Niedersachsen, dass hier 88% nicht oder schlecht geschützt waren. Das heißt also, 880 Weidetiere hätten noch leben können. Wie kann denn da, und jetzt komme ich zu den Medien, die Medien immer wieder einen auf Tränendrüse drücken, die Weidetierhalter zu Wort kommen lassen? Es müsste doch genau andersrum sein. Wieso haben sie eigentlich keinen wolfsabweisenden Zaun gezäunt, um zu verhindern, dass ihre Schafe, ich spreche jetzt mal diesen Schäfer an, die habe ich mit der Flasche großgezogen, die sind Teil von mir. Da gruselt es mich. Ja, dann versuche ich doch auch meine Tiere entsprechend zu schützen. Das hat er nicht getan. Der Mann soll sich im Grund und Boden schämen, wenn bei ihm denn ein Übergriff gewesen ist. Also, liebe Medien, wir haben eine Rechtslage. Und wir haben seit dem 6. Mai endlich das erste Urteil in Deutschland dazu. Und das Verwaltungsgericht Düsseldorf ist genau in einem Hauptsacheverfahren der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gefolgt und hat ganz klar gesagt, wolfsabweisend zäunen, und wenn das nicht reicht, Nebenerwerbsschäfer Kurt Opriel, der hatte nämlich den Abschussantrag für die Wölfin Gloria aus dem Landkreis Wesel in NRW gestellt, musst du dir Herdenschutzhunde anschaffen. Ich habe selber am 13. Januar 2020 im Umweltministerium mit der Ministerin und dem LANUF, also dem Landesamt, dem NABU, BUND und den Vertretern der Hobbyschäfer und Berufsschäfer zusammengesessen. Und Opriel lehnte es immer wieder ab, Herdenschutzhunde zu nehmen. Hinter vorgehaltener Hand wurde mir gesagt, er hat schlicht und ergreifend Angst vor den großen Hunden. Obwohl sein Kollege Mike Dünhoff, Berufsschäfer, eindeutig bewiesen hat, dass seitdem er Herdenschutzhunde hat, er keinerlei Übergriffe mehr hatte und vor allen Dingen hat ein zweites finanzielles Standbein. Der züchtet jetzt Herdenschutzhunde und verkauft die für mehrere tausend Euro, was ja auch legitim ist. Also, liebe Medien, eure Frage muss als erstes lauten, warum sind deine Weidetiere gestorben? Wie hast du gezäunt? Dann gibt es doch allen Ernstes Schäfer, wie ein Herr Heimann, wieder mit Vornamen heißt, weiß ich nicht, aus dem Emsland, Vrees, der 7 Übergriffe hatte. 7. Und dann noch allen Ernstes sagt, er hätte ja korrekt gezäunt, nämlich 90 Zentimeter. 90 Zentimeter, das wissen wir seit vielen, vielen Jahren, ist der Mindestschutz. Mindestschutz. Warum heißt das Mindestschutz? Ja, weil es das Mindeste ist, damit der Schäfer Billigkeitsleistung, in Klammern Schadensersatz, geltend machen kann. Nur dafür. Wir alle wissen, dass man mindestens 120 zäunen muss und entsprechend muss der Zaun beißen. Die Erdung muss funktionieren. Das ist auch ein großes Manko. 85% funktioniert meist die Erdung nicht. Also das heißt, es kommt der Strom, der theoretisch reingeht, kommt gar nicht an. Also, zweite Fehlerquote. Die Leute müssen einfach lernen, sauberer zu arbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum sollen wir denn so viel Aufwand fahren und so weiter? Das ging doch vorher auch ohne. Liebe Leute, seit 5.000 bis 7.000 Jahren haben wir Viehzucht und Ackerbau. Und immer, immer wurden die Weidetiere gehütet und geschützt. Vom Schäfer, von seinen Hunden. Und es wurde verhindert und versucht zu verhindern, dass es zu Übergriffen kommt. Dass die Wölfe dann vor 150 Jahren ausgerottet worden sind, hat doch einen ganz
einfachen, sehr tragischen Hintergrund. Es war im 19. Jahrhundert eine Kriegsserie ohne Ende. Angefangen mit Napoleon am Anfang, 30-jährige Krieg und so weiter und so weiter. Die Leute waren bettelarm. Wir hatten nur 10% Wald, heute haben wir 30. Wir hatten fast kein Wild mehr. Und da waren jetzt wirklich existenzbedrohend, wenn da mal ein Schaf oder ein Rind gerissen worden ist. Heute sind 95% der Schafhalter Hobbyhalter. Und wenn ihr zu alt dazu seid, dann lasst es doch sein. Ich habe ja nun einige Wolfhunde. Ich merke ja auch, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Und ich bemühe mich auch, die abzubauen, weil ich weiß, dass das irgendwann nicht mehr geht. Und so ist es bei euch auch. Entweder die Hobbyhalter, die kann man wirklich in 3-4 Stunden so eine Weide bei denen einzäunen. Das ist noch nicht mal Aufwand da. Und bezahlt wird es auch noch, für die Schäfer zumindest. Und es müsste auch ein Umdenken in Niedersachsen stattfinden. All die, die Pferderassen, kleine Pferderassen haben, wie Mini-Shetty, Shetty, von mir ist auch noch Isländer, sollten auch die Zäune bezahlt bekommen. Und die, die Fohlen haben, natürlich auch. Muss natürlich nicht die Megaweide sein. Jeder ist ja unbenommen, aus eigener Tasche das auch noch weiter zu schützen. Den Wolf brauchen wir für den ökologischen Kreislauf. Der ist gesamtgesellschaftlich gewollt. Der ist von Gesamteuropa gewollt. Wir haben Beispielsländer wie Italien mit über 4000 Wölfen. Ich kann immer nur wiederholen, die Toskana mit 22.000 Quadratkilometern. Niedersachsen hat 48.000. Die Toskana allein hat 110 Wolfsrudel, 700-800 Wölfe. Niedersachsen hat, lass es 40 sein, ist mir egal. Im Mittelalter hatten wir auch um die 40 immer hier gehabt. Klar haben wir jetzt mehr Dörfer und so weiter, aber wir haben jetzt auch mehr Wald und wir haben mehr Wild. Vergiss das nicht. Die Nahrungsgrundlage sorgt dafür, dass wir viele, viele Entwicklungen da haben, dass natürlich auch die Beutegreifer sich weiterentwickeln. Und last but not least, der wurde dann auch noch interviewt und sprach von den Lauten. Herr Lies, ich weiß nicht, ob Sie Jäger sind, aber wenn ich einen Schuss höre, dann zucke ich immer zusammen, weil das ist brutal laut. Und wissen Sie was, so ein Trecker, wenn der an Ihnen vorbeifährt, das ist brutal laut und man geht unweigerlich zur Seite. Wir haben diese Situation bei unserer Demo gehabt, dass einer dieser Weidetierhalter mit einem riesigen Trecker auf Menschen zugefahren ist. Ich bin ja nun Volljurist und habe auch gerne Strafrecht gemacht. Das könnte man schon direkt als Nötigung prüfen, der Tatbestand. Das war unglaublich, war das. Und ich hänge das hier am Anschluss ran. Wir haben das aufgenommen, damit Sie wissen, wer die Bösen sind. Nicht wir. Wir sind nicht die Lauten. Wir sind ganz, ganz leise. Deswegen sehen und hören Sie uns ja auch nicht. Und deswegen wissen wir mehr über die Wölfe als Sie. Wir, die das aus eigener Tasche bezahlen, das als Hobby machen, mit Herzblut. Und Sie, die Profis. Naja, ich bin froh, dass das so ist, wie es ist. Herr Lies, Sie sollten wirklich zurücktreten. Ihre Wolfspolitik ist verfehlt. Sie ist rechtswidrig und die EU-Kommission wird es kassieren. Und erfreulicherweise hat jetzt endlich mal das Bundesumweltministerium auch Stellung genommen und ganz klar gesagt, dieses individuelle Abschießen nach dem Motto, in Niedersachsen ist der gesunde Erhaltungszustand erreicht, das passiert doch gar nicht. Das ist auch nicht in ihrer Zuständigkeit. Es wird von der EU bestimmt. Und nur weil der gesunde Erhaltungszustand erreicht ist, sollen doch die Tiere nicht geschossen werden, die Wölfe. Sondern wir wollen ja möglichst viele ökologische kleine Kreisläufe in Deutschland haben. Das heißt also, wenn diese Schwelle erreicht ist, egal ob das jetzt 500 Paare sind, nur mal als Zahl zu nennen, wir sind ja bei, jetzt haben wir eben 170 ungefähr, wir sind ja noch weit weg von, davon mal ganz ab, aber selbst wenn es erreicht ist, ist der gesunde Erhaltungszustand noch nicht der Startschuss, um Wölfe zu schießen, sondern wir wollen noch gesamtgesellschaftlich zu 75% den Wolf und wir wollen natürlich auch den ökologischen Kreislauf in jedem Wald schließen. Wir wollen nicht mehr diese Wildschutzzäune in den Wäldern sehen. Der Wildverbiss geht eindeutig zurück da, wo die Wölfe sind. Die Wölfe ernähren sich zu zeitweise über 50% von Wildschweinen und sind eine Hilfe bei der afrikanischen Schweinepest. Und von daher kann man nur sagen, die sind wirklich auf dem Holzweg.
Sie haben nichts verstanden, aber auch gar nichts. Und das ist einfach nur eine Katastrophe. Und an die Medien nochmal gerichtet. Was ist so schwer daran, die beiden aktuellen repräsentativen Umfragen zu lesen? Ja, okay, die vom letzten Jahr, die europaweit an 6 Länder gingen, das sind 120 Fragen. Ja, aber wenn Sie über den Wolf berichten, müssen Sie sachlich berichten und nicht emotional, weil es bringt uns nicht weiter. Weil das hat uns das Burgdorfer Holzrevier auch gelehrt. Die Wölfe, die da 2018 gelebt haben, die wurden überfahren. Und rucki zucki sind die neuen Wölfe gekommen, die da sind. Es werden immer erwachsene Wölfe vor Ort sein. Die Weidetierhalter müssen zäunen. Und da hilft es auch nicht, so zu tun, als ob sie im Recht sind. Weil nochmal, der Europäische Gerichtshof hat eindeutig entschieden und wir haben das erste Urteil bezüglich des Herdenschutzes in Düsseldorf, die komplett dem gefolgt sind. Und Herr Lies, Sie müssen nicht immer so tun, als ob die Eilverfahren, die innerhalb von wenigen Stunden entschieden worden sind, irgendwas bewirken. Das ist Peanuts. Ja, das ist nur leider so, dass die Wolfsvereine irgendwie nicht ganz begriffen haben, was Recht und Gesetz ist und wie man das politisch angeht. Die haben sozusagen, lassen Sie es mich so salopp sagen, den Schwanz eingezogen. Also, Leute, wir leben in einem Rechtsstaat. Journalie, TV. Verstehen Sie das bitte? Das sind die Grundzüge, die sollten Sie verinnerlichen. Und Sie sollten verinnerlichen, dass überall da, wo geschützt ist, mittlerweile keine Übergriffe mehr sind. Das sollten Sie auch verstehen. Das sollten Sie an unsere Gesellschaft weitertragen, zur Information, weil das ist der eigentliche Skandal, dass eine kleine Handvoll von Möchtegern-Weidetierhaltern für dieses Elend sorgen, für das Elend dieser Tiere. Die haben nämlich die Schuld. Wir haben das ja auch im Burgdorfer Holz. Wenn man von Schwiblingsen hochkommt zum Bärbusch-Wanderparkplatz, steht eine Rinderherde, da sind 2 Stacheldrähte gezogen. Und da sind Kälber drauf. Und die Wölfe laufen da dran vorbei. Es ist wirklich, eigentlich muss man ja sagen, das haben wir ja bei Roddy auch. Wir haben ja Kälber, die immer wieder ausbrechen, trotzdem gehen die Wölfe da nicht ran und die sind da sogar dran gesehen worden. Und wir haben hier einen Schäfer, der irgendwie 50 Schafe und 20 Ziegen hat, der macht irgendwie gar nichts. Da finde ich auch regelmäßig Losungen und die Wölfe gehen auch nicht ran. Obwohl der eben diese alten morschen Fehler hat, mit diesem verrosteten Stacheldraht oder Knotengeflecht. So, dann drücken wir mal unserer Mannschaft die Daumen, dass wir weiterkommen. Jo, das ist für unsere Nation, nicht für Jogi Löw, sondern für uns alle. Bis dann. Aus Plastik.